Hallo Modellbahn- und Elektronikfreunde. Über die Feiertage habe ich mich ein wenig mit dieser Haarbrücke hier befasst, denn ich wollte eigentlich eine Motorsteuerung damit aufbauen, also für einen Gleichstrommotor. Und dabei habe ich in einer Kiste noch dieses Poti gefunden. Die Besonderheit bei diesem Poti ist, es hat eine Mittelrastung. Und zwar, wenn ich jetzt hier so drehe, hier ist jetzt gerade eingerastet, dann könnte ich also nach rechts und wiederum zur Mitte drehen und auch nach links. Und da habe ich gleich gedacht, Mensch, da könnte man eigentlich so einen Fahrregler analog für eine Modellbahn mal aufbauen, um zum Beispiel eine Lokomotive einfach mal zu testen, die man irgendwo gekauft hat. Also eine reine Analoggeschichte. Und was das Ergebnis jetzt ist, will ich mal kurz zeigen. Ja, man sieht hier das Ergebnis von dieser kleinen Idee, die ich da hatte. Ich habe hier das Gleis, das ist jetzt Spur N. Hier ist die Haarbrücke zu sehen und hier auf dem Steckbrett ist noch ein Mikrocontroller der ATtiny 13. Hier ist das Poti und gespeist wird das gerade so mit knapp 16 Volt. Und wenn ich jetzt das Poti mal, also die Lok ist ja auf der Seite, auf die linke Seite drehe, dann wird mir das zum einen hier angezeigt mit der Leuchtdiode und die Lok kann also hier langsam losfahren, kann also auch sehr langsam damit fahren. Weil es natürlich ein PWM-Signal ist, was da erzeugt wird. Kann also ein bisschen schneller fahren. Und wenn ich jetzt in der Mittelstellung bin, dann sind die beiden Leuchtdioden aus. Und dann bleibt die Lok natürlich stehen. Und wenn ich in die rechte Richtung drehe, dann fährt sie natürlich wieder dort zurück. Und wie die gesamte Schaltung funktioniert und was dahinter steckt, das kommt jetzt gleich. Hier sieht man nun die Gesamtschaltung von dem, was ich hier auf dem Breadboard aufgebaut habe. Ich fange mal hier unten links an. Hier ist also die Spannungseinspeisung. Hier auf der linken Seite speist man praktisch hier diese 16 bis 18 Volt für den Motor ein. Auf dem Modul hier ist auch ein Spannungsregler, ein 5 Volt Spannungsregler, der für die Logik ja zuständig ist. Der L298, der hier verwendet wird, braucht ja auch eine 5 Volt Logik. Deswegen ist dieser Regler hier noch mit drauf. Damit wird also zum einen, wie gesagt, die Logik von dem L298 versorgt, aber auch der Controller, der braucht ja auch 5 Volt. Vom L298 geht es hier weiter, eigentlich nur auf einem Kanal, also der zweite Kanal, den kann man eigentlich vergessen, der wird nicht verwendet. Der L298 hat ja zwei Kanäle oder zwei Ausgänge für Motoren. Hier sind also die Freilaufdioden drin und hier kommt sozusagen der Motor ran, beziehungsweise hier ist der Schienenanschluss. Dann haben wir hier oben noch diese beiden Widerstände, wobei einer auch da gar nicht verwendet wird. Diese Widerstände sind eigentlich dafür da, um Strom zu messen. Die habe ich jetzt allerdings überbrückt, weil ich keinen Strom messe. Und jetzt kommen wir hier zu der Seite. Hier haben wir den Mikrocontroller, relativ einfach aufgebaut. An PB4 geht hier das Poti ran mit der Mittelstellung. Das heißt, die Spannung hier an dem Punkt kann ich zwischen 0 und 5 Volt einstellen. Und in der Mittelstellung sollte die ungefähr bei 2,5 Volt natürlich liegen. Dann habe ich hier drei Ausgänge noch. Eins davon ist das PWM-Signal, um die Geschwindigkeit von der Bahn oder von dem Motor zu ändern. Und PB1 und PB2 sind jeweils die Richtungspins. Die werden dann auch jeweils mit den Leuchtdioden angezeigt. Das heißt, ich habe hier eine Logik 1,0 und 0,1. Sind dann die Richtungen. Und wenn beides auf 0 ist, oder beides auf 0 liegt, dann sind ja die Leuchtdioden aus, dann wird der Motor auch ausgeschaltet. Unabhängig davon, ob da jetzt ein PWM-Signal dann dran liegt oder nicht. Das ist also hier die Schaltung. Bevor ich mal auf die Software von dem ATtiny 13 eingehe, möchte ich ganz kurz mal hier das PWM-Signal zeigen, was durch die Schaltung hier erzeugt wird. Das Poti befindet sich jetzt in Mittelstellung. Man sieht einen kleinen Puls. Beide Leuchtdioden sind aus. Die sind ja für die Richtungsanzeige da. Und wenn beide aus sind, also ist der Motor ausgeschaltet. Wenn ich jetzt nach links drehe, ein Stück, dann sieht man jetzt diese Leuchtdiode, die hier gerade angegangen ist. Und das PWM-Signal, das wird jetzt breiter, der Puls. Und jetzt drehe ich zum Maximum. Und ich habe also die maximale Spannung. Wenn ich jetzt zurückdrehe, natürlich gleiche Sache zurück. Jetzt bin ich wieder in der Mittelposition und wenn ich jetzt nach rechts drehe, dann wird das PWM-Signal natürlich auch breiter. Die obere Leuchtdiode hier, die leuchtet jetzt und so kann ich im Prinzip das hinbekommen, dass er mir praktisch die
Geschwindigkeit von der Mitte ab einstellt. Die Frage ist also nun, wie bekommt man es in der Software hin, dass in der Mittelstellung hier praktisch kein PWM ausgegeben wird, beziehungsweise nur ein ganz kleines, und nach links und nach rechts jeweils das Maximum, und das will ich mal kurz zeigen hier im Programm. Um generell ein PWM-Signal zu erzeugen und das noch abhängig vom ADC-Wert, also vom POTI, muss man zwei Dinge tun, nämlich einmal den Timer initialisieren natürlich und dann den ADC initialisieren. Der Timer basiert dann auf Interrupt, also man wird dann hier die ganzen Interrupts freigeben. Mehr ist eigentlich nicht. Hier oben ist noch der Port B, der hier verwendet wird bei dem ATtiny 13. Der ist nochmal definiert, welche Ausgänge und Eingänge es dort gibt. Und zu Anfang werden die Ports auf 0 gesetzt, damit der Motor in keinem Fall losläuft. Ich gehe jetzt mal hoch hier in den Timer Init. Das steht hier in diesem Bereich. Hier. Und da ist es so, einmal gibt es natürlich den Interrupt Overflow, der hier eingestellt wird. Dann wird hier der Timer mit diesem TCCR0A so eingestellt, dass er im PWM-Mode läuft. Diese ganzen Angaben findet man im Datenblatt von dem Controller. Hier in meinem Fall ist es so, ich habe keinen Prescaler drin. Ich habe ja derzeit den Controller auf 9,6 MHz intern laufen und wenn ich das durch 255 Teile, also der Timer ist ja ein 8-Bit-Timer, dann kommt man so irgendwie auf 37 kHz, also das sieht man auch im Signal, im PWM-Signal. Also ich bekomme hier mit dieser Initialisierung ein PWM-Signal raus von in etwa 37 kHz und damit ist der Timer erstmal initialisiert. Beim ADC ist eigentlich auch nicht viel zu sagen, also hier dieses ADC Init ist also hier in diesem Bereich. Einmal natürlich die Auswahl, welcher ADC verwendet wird. Hier in dem Fall ist es der ADC 2 an Pin 3, wo ich das POTI dran habe. Dann ist hier nochmal die Zeile angegeben, was eigentlich alles eingeschaltet wird. Also der ADC wird eingeschaltet oder freigegeben. Die Konversation, also die Umwandlung wird gestartet. Interrupts werden eingeschaltet und der Prescaler liegt bei 128. Und hier unten wird nochmal eingestellt, auf was er denn eigentlich reagieren soll, nämlich hier in dem Fall auf den Timer-Interrupt. Also jedes Mal, wenn ein Timer-Interrupt vorhanden ist, dann wird der ADC ausgewertet. Und das ist dann hier in dieser Interrupt-Service-Routine zu sehen. Das ist alles dieser Bereich. Die interessante Sache ist natürlich jetzt, wie kriege ich es hin, dass wenn das POTI in der Mittelstellung sich befindet, dass er mir praktisch ein sehr kleines PWM-Signal nur rausgibt, also nur einen kurzen Puls oder gar keinen Puls. Und das habe ich hier mit diesem If-Statement realisiert. Zunächst folgendes, ich teile den ADC-Wert durch 2. Ich habe ja einen 10-Bit-ADC. Bekomme also dann hier 9 Bit sozusagen raus, wenn ich durch 2 teile, nämlich 0 bis 511. Das heißt, ich kann auf jeder Seite 255 sozusagen mir nehmen. Und weil dieses OCR0A ja auch nur mit 8 Bit agiert, also dieses OCR ist ja mein PWM-Wert, den kann ich also zwischen 0 und 255 stellen. Und durch diese Teilung hier durch 2 kann dieser ADC-Value eben in beide Richtungen sozusagen nach plus und minus 255 laufen, wenn man das jetzt so will. Ich muss jetzt also dafür sorgen, wenn der ADC-Wert kleiner als 256 ist, dann soll er mir im Prinzip diesen OCR0A-Wert berechnen, dass er eben bei 0 anfängt und da muss ich diesen ADC-Wert, den negativen, da muss ich nochmal 255 abziehen. Ich habe dann festgestellt, wenn ich natürlich auf 0 gehe, dann würde ja was Negatives rauskommen. Das geht natürlich nicht. Und zwar ist deswegen nochmal dieses If-Statement hier drin, wenn also dieser ADC-Wert sehr klein ist, also ich habe jetzt kleiner als 2 genommen, das passt ganz gut, dann soll er sofort natürlich den OCR0A auf 255 stellen. Das wäre sozusagen das POTI ganz nach links gedreht, aber das ist natürlich das Maximum, was er rausgeben soll. Wenn der ADC-Value natürlich größer als 256 ist, dann soll er ganz normal den OCR
R0A-Wert auf den ADC-Value geben, weil dann läuft er ja nämlich praktisch bis 255 hoch. Hier unten wäre also sozusagen dann hier, POTI ist nach rechts gedreht. Dann gibt es hier noch zwei If-Statements, die ich eingebaut habe, die sehr wichtig sind. Und zwar sind es die Statements für die Leuchtdioden bzw. den Bereich, wo das POTI in der Mitte steht. Deswegen ist hier auch eine Hysterese drin. Man sieht ja hier zum einen, wenn der ADC-Wert größer als 261 ist oder wenn er kleiner ist als 251, dann soll an den Ports was passieren. Hier schalte ich also die Richtung um. Wenn er zwischen diesen Bereichen liegt, befindet sich das POTI sozusagen in der Mitte und dann ist der Port praktisch ausgeschaltet. Und das schafft man also hier mit diesen beiden If-Statements, dass er dann auch die Richtung hier ändert. Hier hat er einmal 0,1 die Richtung und hier, also 1,0 und da unten 0,1 und damit dreht er sozusagen die Drehrichtung um. Diese Pins PB1 und PB2 sind hier direkt an den I1 und I2 Pins von dem L298 angeschlossen und dieser OCR0A Pin, das habe ich hier oben mal hingeschrieben, der hängt also hier an PB0, das ist sozusagen der Enable-Pin von dem L298. Das war es soweit zur Software. Vielleicht nochmal zum Schluss ein Hinweis für die, die das vielleicht nachbauen wollen. Dieser Regler ist natürlich für reine Analog-Loks gedacht, also hier so eine Lok, die keinen Digital-Decoder drin haben. Und Lokomotiven mit einem Glockenankermotor, da funktioniert das auch nicht, beziehungsweise sollte man das nicht machen, weil dadurch der Motor Schaden nehmen kann. Ein dritter Punkt ist, ich habe das nur mit dieser Lok erstmal ausprobiert. Wenn das nicht klappt und der in der Nullstellung nicht anhält, dann liegt es eventuell am POTI, beziehungsweise muss man dann die Hysterese, die da im Controller eingestellt ist, vielleicht nochmal ändern. Und es ist ja am Mikrocontroller noch ein Port frei, der Pin 3, der kann also noch für Erweiterungen verwendet werden, vielleicht ein Notaus oder irgend sowas. Das kann man also machen und jemand, der das vielleicht nachbaut, der kann mir ja durchaus mal einfach Bescheid sagen, was er damit für Erfahrungen gesammelt hat. Wobei ich natürlich davon ausgehe, dass viele analoge Sachen gar nicht mehr machen, sondern die Modellbahn auf digitaler Basis fahren. Nichtsdestotrotz kann man die Schaltung natürlich auch für andere Motoren verwenden, wo man die Drehrichtung und die Geschwindigkeit ändern will mittels POTI. Insofern ist das auch eine universelle Sache. Ja, das war es mal wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.